So, Return to the Front. geht's jetzt mal in die Episode 3, die ja jetzt völlig neu ist. Die hat noch keiner gespielt, außer der hier eben die Trilogie hat. Okay, jetzt muss ich viel lesen. Denn die Episode 3, Jenseits von Berlin, Hitlers untote Soldaten kommen in bislang unbekanntem Ausmaß zusammen. Den wenigen Überlebenden der Apokalypse bleibt keine Hoffnung. Mit Scharfschützengewehren ausgestattet, machen sich ein paar mutige Kämpfer auf den Weg, den Anführer der Zombie-Armee selbst zu stellen. Hitler höchstpersönlich. Muahahar. Das Bild ist auch der Hitler drauf. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das seht, den Hitler. Oder? Nee, ich sehe nur bereit zum Kampf. So, Stadt der Asche ist die nächste Episode. Ach, so, da war schön ausgebrunst. Und jetzt wieder viel zu lesen. Die Operation Rote Ernte hat fast ganz Berlin zu Asche verwandelt. Dennoch tummelt sich noch immer ganze Legionen. Hä? Dennoch tummeln sich ganze Legionen von Nazi-Zombies in den von Bomben zerstörten Ruinen der Stadt. Es gibt jedoch Überlebende, die die Überreste der Zivilisation für sich einfordern. Du bist ihre einzige Rettung. Enttäusche sie nicht. Oh, oh. Oh, oh. Wir probieren unser Bestes. Okay, then let's go. It's a me. It's a Nazi. It's a Hitler. It's a Red Harvest. It's a Goebbels. But legions of Nazi zombies still gather in the bomb blast. Nazi zombies hit together. There are survivors trying to reclaim what remains of civilization. They look to you for Dynamit. Do not let them. Wir brauchen Stielhandgranaten und Landminen. The Book of Souls predicted my ascent. The Hell Moth illuminates the righteous struggle before us. We stand on the brink of eternal war! It is your duty, your honorable sacrifice! We are determined! Und jetzt kommen wir zu dem brandneuen zurück in Berlin, August 1945. Teil 3. Longshot. Die 5 sah aus wie ein S. Die sagen irgendwie immer nichts. Ja, die sind halt Bauchredner, weißt du? Ist das jetzt hier grafisch eigentlich gleich, ne? Weil das ist ja jetzt sozusagen der neue Teil. Und ich habe wieder dieses Kratzen im Turm. Das ist doch schon wieder zum Kotzen. Hey, wir sind Team Z. Steht hier an der Wand. Was ist da los? Da habe ich jetzt wieder dieses Kratzen. Keine Ahnung. Alter, da gibt nur die ganzen Zombies hier an. Ja, sieht lustig aus, der Eimer. Und sah gerade so ziemlich witzig aus. Onkel, Quatsch, Blue stand hier in dem Eimer so drin. Und der Eimer hat die ganze Zeit gewackelt. Also, außer wenn er gerade ein Ei legt. Hier, Giga. Onkel. Schieß doch den Eimer nicht weg. Nein, das ist doch die Tonne hier. Das ist doch die Tonne hier. So aus, als wenn er ein Ei legt. Richtig geil. Ja. Ich hab keinen Kratzen. So, ich will mal hier ein Brett aufmachen. Jo, hier, Longshot. Warte.
hier können wir auf jeden Fall definitiv. Na, guck mal, hier kannst du Ziel üben. Soll den Rabe auch abschießen? Yeah, ich hab den Rabe abgeschossen. Hier sind überall so Ziele, oder? Habt ihr die auch, oder war das bloß das eine? Hm. Wie passt da oben Smiley mit Gesicht? Ich glaube, da oben müssen wir hin. Das sind überall so ein Riesenpfeil. Okay, ich glaube, wir sollten uns beeilen und lieber leben und lieber helfen, hm? Anstatt hier oben rumzusitzen und Griff zu gucken. Was für Überlebende sind da? Zombies? Nee, da waren gerade Überlebende. Ich habe so? Doch, du hast vor uns vorgelesen. Ja, ja, ich sehe das. Dir. Egal. Dir vor allem. Team up. Take them. Ach, guck, hier ist ein Überlebender. Ja, ich wollte schon abknallen. Oh, ich geh mal ins Klavier. Ja, das ist ja jetzt komisch hier, dass da jetzt hier mit Fox sprechen. Sweet Vera, I can't believe I left her behind. She was so good, but I dare not go out there again. Hat jetzt irgendjemand noch jemand anders angesprochen? Ich glaube es nicht. Nein. Jetzt muss ich überhaupt nicht mehr wer ist. Ich bin wieder der Russe. Oh, guck mal, Funkgerät benutzen. Das ist kein Funkgerät, das ist eine Jukebox, ihr Idioten. Also übersetzen, da müssen sie noch ein bisschen üben, die Leute. Hm. Ich finde so geil, wie die hier so die Kisten rumlecken, Alter. Das sieht so real life aus, Alter. Yeah. Warte, schon mal so eine spinnige Kiste rum. Alter, 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 Alter! Hä? Geht gar nicht. Goal! Ja, 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 going down, aber jetzt. Okay. Cool, die haben das Exit auf dem Boden geschrieben, nicht schlecht. Die nächsten Person, ja. Oh, ne, ist jetzt hier der dritte Teil mit Quatschen und so ein Scheiß. Also, ja. Na, guck mal, wie sie alle hier vor der Tür hängen. Ich mach uns mal eine Freude. Die lassen sich von den Klopfen aber auch nicht abbringen. Um. Alter, wie ich wieder vorbeischieße. Toll, die alte Krankheit holt mich gerade ein. Hm? Ich dachte, die Zombies haben wir im zweiten Teil ausgelöscht. Das ist jetzt irgendwie kurios. Bitte um Ruhe. Oh, dieses Kratzen nervt mich. Was ist mit ihm, Alter? Kick mal. Bist du denn? Ach ja. Mein Blut. Schau mal ins Gesicht. Da alle ballern auf ihn. Judgment. Judgment is up in us. Über den Arsch. Der Rabe. Rabe. Hi. Hi. Also für mich heißt das ein paar wenige, aber das ist ja eine Meute. Aber finde ich so ein bisschen blöd, dass das hier nicht so richtig an den zweiten Teil anknüpft, weil im zweiten Teil haben wir ja jetzt die Zombies erlegt. Jetzt müssten die ja mal wenigstens die Geschichte weiter erzählen, wie die wieder aufstehen. Ja,
gut, aber irgendwie war doch in dem Text, dass Hitler da jetzt mitmischen will. Wenn ich da ging, er läuft ja einfach mal die Wand rüber. Bumm. Du bist sehr schlau, du stehst vor mich. Was? Fest? Ja, okay. Ja, das ist ehrlich. Oh, das Katze geht mir gerade hier so auf den Sack. Ich weiß nicht, wie ich es wegkriege. Ah, German Let's Play. Moin, moin. Gehen wir hier. Täusch? Täuschziele aktivieren. Na super. Boah, was ist denn jetzt? Was denn? Das Ding ist explodiert. Was? Ich hab's nur doof angeschaut, dann puff. Ein Täuschziel. Ach, das sind die Täuschziele halt, ne? Die täuschen. Boah. Ich hab voll in den Kopf geschissen. Next. Next. Ah, okay, wenn du das Ding aktivierst, sieht auch der Zaun los. Nö. Hier war Schalter. Kurios, kurios. Komm hier nicht mehr in den Ach, der gute Zombie sitzt hier mit dir. Nach oben, was ist denn Onkel eigentlich? Na, ich guck gerade, das Zeug zieht zu, wie toll das seine Arbeit macht. Was? Ja, da hinten geht's jetzt nicht weiter. Wir gehen nämlich gerade nicht durch, in welche Richtung wir müssen. Ne, ich habe deinen Namen von YouTube reingeschrieben. Halt in Twitch. Jo, eigentlich ist es auf dem YouTube-Kanal auch verlinkt unter den ganzen Videos. Habe ich normalerweise auch einen Link eingefügt. Aber. Komm ja wohl nicht in den Bunker. Eigentlich, wenn du ein Video guckst, doch, ist es auf, aber egal. Da. Also, wie wir hier das ist schön, dass du hier auch mit am Start bist. Jetzt wieder fliegen. Steht dort. Guck, er hängt noch. Guck, er bewegt sich noch. Cool. Was ist denn? Jetzt guck mal. Ich schreie gerade nicht, wo wir hin müssen. Ganz ehrlich. Steht dort etwa lecker? Dead End. Müssen wir jetzt hier weiter, oder? Ja, da steht Ecke. Oh, guck mal. Ja, guck mal, der bewegt sich ja drin noch, der Linke. Jetzt nicht mehr. Also wir müssen jetzt... Ach so, du schießt auf der anderen Seite die... Also das? Was denn? Hab ich einfach wieder runtergeschmissen, hast du gesehen? Die Türe ging auf. Jemand nochmal schnell aufs Klo? Das sind genau drei Klos, kann jeder nochmal kacken gehen. Ich muss mal. Kleine Tür, kann jeder nochmal kacken gehen. Drei Klos für jeden. Ich werde mal noch einen Obama ablegen. So. So. Frisch ins Porzellan gedrückt. Das Porzellan zerdrückt. Oh, guck mal, da unten ist auch noch ein Leben da. Nee, kick mal da oben. Da, hier hockt auch einer. Hinter dir, oben. Ja, drüber über der Tür auch, aber der lebt nicht mehr. Ne, der hier hinter dir, oder? Der sitzt oben und raucht nur seine Kippe. Ach ne. Oh. Ja, ballert ihn einfach immer noch. Minus 100 Punkte, okay. Oh, guck mal, die letzte Zuckung. Überlebender Kill. Ja, sitzt du dir doch da oben und erschreckt. Ne, Quatsch. Er lebt hier noch?
überlebender Kill. Oh, er ist hier erstmal voll gefangen. Guck mal hier. Hängt in einem Käfig drin. Hinter mir. Hinter euch. Guckst du mit Auge, nicht mit Arsch. Da, Käfig rechts. Käfig, was? Wo denn? Ja, etwas Dampf ablassen. Kontrollpunkt! Jukebox. Dieses Kratzen geht mir gerade total auf den Sack. Der Flinte. Wo kommt denn das Kratzen her? Ich glaube, das ist das Spiel, weil ich kann mir das nicht anders vorstellen, was das noch sein soll. Wie verwandelt sich hier gerade in so ein Zombie oder was? Was? Er verwandelt sich irgendwie gerade, er ist noch so halb, wa? Ja, hat nur die Pfoten, die sind schon bei dem so zombie-mäßig, aber die Fratze sieht noch normal aus. Alter, wo bist du denn? Was redest du denn? Hier, der Typ hier im Käfig. Ja, die Hände und so sind schon so zombie-mäßig, aber seine Sicht ist noch normal. Echt? Von da oben kickt. Kickt da, oh, Junge. Ah, ist das? Papa nimmt sich, glaube ich, gerade. Oder er ist dabei. Oder er hat, bist du hier tschechische Silvesterknaller? Ja, nur sowas Ebola. Und der hat keinen Kopf mehr, oh nicht schlecht. Der liegt hier im Bett und hat keinen Kopf mehr, oder was ist hier los? Blöde. Was sind das für kranke Erfinder hier von dem Spiel? Bei dem dürfte ich doch plus 50 Punkte abgezogen bekommen, oder? Wir stehen hier abschießen dort. Weil er ist ja nicht mehr ein ganzer Überlebender. Keine Ahnung. Munition. Bitte guck mal hier, eine Eisenbahn. Cool. Die haben die Eisenbahn hier oben auf dem Geländer rumgeführt. Cool. Kann ich die starten lassen? Weiter benutzen. Guck mal. Die Automatenknöpfe. Tschub, tschub. Oh, cool. Das halt hier die ganzen. Cool, der fährt hier rum da hinten. Ah, da kommt er da hinten wieder hoch. Hast du die gesehen? Ja, ich guck da. Die Eisenbahn gerade zu. Sehr schön. Nur eine Uhr hat's vor sich. Hier, jetzt kommt's wieder hochgefahren. Boing, boing, boing. Ist ja geil. Ja, der Zug auch. Ne. Aber hier hinten den Automat kannst du auch benutzen. Halt hier. Ah, ich nicht mehr. Hab schon eine Flasche rausgeholt. Oh, hier, kannst du auch? Oh, er macht hier erstmal hier einen halben Musik. Brand in der Küche, auch nicht schlecht. Da muss. Wie er zuguckt, das ist ein Vogel. Kocher reparieren, mal gucken. Ich repariere gerade. Ups. Cool. Oh, was haben wir denn hier noch? Hier kannst du auch noch was machen. Tür einschlagen. Welche Tür? Ich hab Hunger, ich mach mal Kühlschrank. Oh, Kürbis ohne Ende. Ach guck mal, ich hab auf den großen Kürbis geschossen. Jetzt hast du ein Gesicht drin. Ja geil. Der kleine hoch. Ja, der kleine hoch. Nee, doch nicht. Mach ich den eben jetzt ein Gesicht. So, jetzt hat er auch ein Gesicht, der kleine Kürbis. Zu gut. Was hat die heute blinken hier so? Oh, eine Falle oder was? How many light bulbs we get through? Jetzt kratzt nur. Ey, was ist denn hier los? Was? Erledige ein paar Zombies. Hä? Was ist denn jetzt? Hä? Was ist denn das? Alter! Du bist tot. Alter! Du liegst hier als Skelett da. Nee, ich bin hier in einem Darmtrakt. Du bist hier gerade tot auf der Pritsche. Nee, ich bin noch am Leben. Ich mache hier gerade so ein. Ja. Ja, und du liegst hier gerade bei uns tot auf der Pritsche und bist nur noch ein Skelett.
Ich bin gerade wahrscheinlich in so einer Zwischenwelt oder irgendwas, keine Ahnung. Fuck! Oh, hier ist Hitler! Ich will auch in so einem Bett. Adolf! Zack, was ist das? Arena-Schlüssel entfernen. Hitler entsteht, steht auf. Was geht denn los? Jetzt bist du wieder da. Hitler auf. Ich hab dir gerade den Kopf geschossen. Krieg ich den hoch? Nee. Ich will auch rein. Da war der Adolf. Vielleicht hittet nur mit deiner Version. Ich komme jetzt selber auch nicht rein. Onkel hattet ihr sehen, dann können wir den Stream nämlich gucken. Richtig. Richtig. Ja, schön. Da lag Adolf auf dem Fußboden mit dem Messer an. Ach, guck mal, hier ist Stalin. Was gibt's denn hier noch alles? Ah, Schießstand. Cool.
So, Return to the Front. geht's jetzt mal in die Episode 3, die ja jetzt völlig neu ist. Die hat noch keiner gespielt, außer der hier eben die Trilogie hat. Okay, jetzt muss ich viel lesen. Denn die Episode 3, Jenseits von Berlin, Hitlers untote Soldaten kommen in bislang unbekanntem Ausmaß zusammen. Den wenigen Überlebenden der Apokalypse bleibt keine Hoffnung. Mit Scharfschützengewehren ausgestattet, machen sich ein paar mutige Kämpfer auf den Weg, den Anführer der Zombie-Armee selbst zu stellen, Hitler höchstpersönlich. Muahahar, das Bild ist auch der Hitler drauf. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das seht, den Hitler. Oder? Nee, ich sehe nur bereit zum Kampf. So, Stadt der Asche ist die nächste Episode. Oh. Ach, so, da war schön ausgebrunst. Und jetzt wieder viel zu lesen. Die Operation Rote Ernte hat fast ganz Berlin zu Asche verwandelt. Dennoch tummelt sich noch immer ganze Legionen. Hä? Dennoch tummeln sich ganze Legionen von Nazi-Zombies in den von Bomben zerstörten Ruinen der Stadt. Es gibt jedoch Überlebende, die die Überreste der Zivilisation für sich einfordern. Du bist ihre einzige Rettung. Enttäusche sie nicht. Oh, oh. Oh, oh. Wir probieren unser Bestes. Okay, then let's go. It's a me. It's a Nazi. It's a Hitler. It's a Red Harvest. It's a Goebbels. But legions of Nazi zombies still gather in the bomb blast. Nazi zombies hate together. There are survivors trying to reclaim what remains of civilization. They look to you Scheiß for Dynamit. Do not let them. Wir brauchen Stielhandgranaten und Landminen. Und jetzt kommen wir zu dem brandneuen zurück in Berlin, August 1945. Teil 3. Longshot. Die 5 sah aus wie ein S. Die sagen irgendwie immer nichts. Mhm. Ja, die sind halt Bauchredner, weißt du? Ist das jetzt hier grafisch eigentlich gleich, ne? Weil das ist ja jetzt sozusagen der neue Teil. Und ich habe wieder dieses Kratzen im Ton. Das ist doch schon wieder zu kotzen. Hey, wir sind Team Z. Steht hier an der Wand. Was ist da los? Da habe ich jetzt wieder dieses Kratzen. Keine Ahnung. Alter, du hast die ganzen Zombies hier an. Ja, sieht lustig aus, der Eimer. Und sah gerade so ziemlich witzig aus. Onkel, Quatsch, Blue stand hier in dem Eimer so drin. Und der Eimer hat die ganze Zeit wackelt. Also aus, als wenn er gerade ein Ei legt. Hier, Giga. Onkel. Ich zog den Eimer nicht weg. Nein, das ist doch die Tonne hier. Das ist doch die Tonne hier. So aus, als wenn er ein Ei legt. Richtig geil. Ja. Ich hab hier kratzen. So, ich will mal hier ein Brett aufmachen. Jo, hier, Longshot. Warte. Okay, hier können wir auf jeden Fall definitiv. Oh, guck mal, hier kannst du Ziel üben. Soll den Rabe auch abschießen? Yeah, ich hab den Rabe abgeschossen. Hier sind überall so Ziele, oder? Habt ihr die auch, oder war das bloß das eine? Hm. Fehlt fast da oben Smiley mit Gesicht. Ich glaube, da oben müssen wir hin. Das sind überall so ein riesen Pfeil. Okay, ich glaube, wir sollten uns beeilen und die Überlebenden lieber helfen, hm? Anstatt hier oben rumzusitzen und Griff zu kommen. Was für Überlebende sind da? Zombies.
Nee, da waren gerade Überlebende. Ich habe doch das Fotos vorgelesen. Ja, ja, ich sehe das. Dir. Egal. Dir vor allem. Team up. Take them. Ach, guck, hier sind Überlebende. Ja, ich wollte schon abknallen. Oh, ich geh mal ins Klavier. Das ist ja jetzt komisch hier, dass da jetzt hier mit Fox sprechen. My sweet Vera. I can't believe I left her behind. She was so good. But I dare not go out there again. Hat jetzt irgendjemand noch jemand anderes angesprochen? Ich glaube es nicht. Nein. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wer da ist. Ich bin wieder der Russe. Oh, guck mal, Funkgerät benutzen. Das ist kein Funkgerät, das ist eine Zugbox, ihr Idioten. Also übersetzen, da müssen sie noch ein bisschen üben, die Leute. Ich finde so geil, wie hier so die Kisten rumlecken, Alter. Sieht so, das sieht so real life aus, Alter. Yeah. Ich wollte schon immer so eine spinnige Kiste rum. Nein. Hä, geht gar nicht. Goal! Cool, die haben das Exit auf dem Boden geschrieben, nicht schlecht. Die nächste Person, ja. Oh, nee, ist jetzt hier der dritte Teil mit Quatschen und so ein Scheiß. Ach, guck mal, wie sie alle hier vor der Tür hängen. Oh, ich mach uns mal eine Freude. Ich weiß nicht, für den Klopfen aber auch nicht abbringen. Um. Alter, wie ich wieder vorbei schieße. Toll, die alte Krankheit hält mich gerade ein. Aber ich dachte, die Zombies haben wir im zweiten Teil ausgelöscht. Das ist jetzt aber kurios. Bitte um Ruhe. Oh, dieses Kratzen nervt mich. Was ist mit ihm, Alter? Kick mal. Bist du denn? Ach ja. Schau mal ins Gesicht. Da alle ballern auf ihn. Chapman. Judgment is up in us. Über in us. Der Rabe. Rabe. Hi. Hi. Also für mich heißt das ein paar wenige, aber das ist ja eine Meute. Aber es finde ich so ein bisschen blöd, dass das hier nicht so richtig an den zweiten Teil anknüpft, weil im zweiten Teil haben wir ja jetzt die Zombies erlegt. Jetzt müssten die ja mal wenigstens die Geschichte weiter erzählen, wie die wieder aufstehen. Gut, aber irgendwie war doch in dem Text, dass Hitler da jetzt mitmischen will. Na gut, wenn ich da ging, er läuft einfach mal die Wand hoch. Hier. Bumm. Du bist sehr schlau, du stehst vor mir. Was? Echt? Ich glaube, ich auch. Wo ist denn jetzt hin? Thank you.
Oh, das Katze geht mir gerade Tiers auf den Sack. Ich weiß nicht, wie ich es wegkriege. Ah, German Let's Play. Moin, moin. Kriegen wir hier. Täusch? Täuschziele aktivieren. Na super. Wow, was ist denn jetzt? Was denn? Das Ding ist explodiert. Was? Ich hab's nur doof angeschaut, dann puff. Täuschziele. Ach, das sind die Täuschziele halt, ne? Die täuschen. Wow. Ich hab voll in den Kopf geschissen. Next. Next. Ah, okay, wenn du das Ding aktivierst, sieht doch der Zaun los. Nö. Hier beim Schalter. Kurios, kurios. Kommen wir nicht nur in den Ach, da gehen die Zombies jetzt hier mit, hier. Nach oben, was ist denn Onkel eigentlich? Na, ich guck gerade, das Zeug zieht zu, wie toll das seine Arbeit macht. Was? Ja, da hinten geht's jetzt nicht weiter. Wir gehen nämlich gerade nicht durch, in welche Richtung wir müssen. Ne, ich habe deinen Namen von YouTube reingeschrieben. Halt in Twitch. Jo, eigentlich ist es auf dem YouTube-Kanal auch verlinkt unter den ganzen Videos. Da habe ich normalerweise auch einen Link eingefügt. Aber. Wenn eigentlich wenn du ein Video guckst, doch, ist es drauf, aber egal. Da. Also, wie wir hier das langkommen. Ist schön, dass du hier auch mit am Start bist. Ziel fliegen. Steht dort. Cool, er hängt noch, cool, er bewegt sich noch. Cool. Was soll das denn? Der ist gut, Mann. Ich reihe gerade nicht, wo wir hin müssen. Ganz ehrlich. Steht dort etwa lecker? Der, der. Müssen wir jetzt hier weiter oder? Ja, da steht Ecke. Oh, guck mal. Ja, ja, guck mal, der bewegt sich ja drin noch, der linke. Jetzt nicht mehr. Also, wir müssen jetzt. Ach so, du schießt auf der anderen Seite die. Also, das. Was denn? Hab ich einfach wieder runtergeschmissen, hast du gesehen? Die Türe ging auf. Gehen wir nochmal schnell aufs Klo? Genau drei Klos, kann jeder noch mal kacken gehen. Kann jeder noch mal kacken gehen. Drei Klos für jeden. Ich werde mal noch einen Obama ablegen. So. So. Frisch ins Porzellan gedrückt. Das Porzellan zerdrückt. Ach, guck mal, da unten ist auch noch ein Leben da. Nee, kick mal da oben. Da, hier hockt auch einer. Hinter dir. Oben. Ja, drüber, über der Tür auch. Aber der lebt nicht mehr. Ne, der hier hinter dir, oder? Der sitzt oben und raucht nur seine Kippe. Ach, ne, ja. Oh. Ja, ballert ihn einfach immer noch. Minus 100 Alter. Punkte, okay. Oh, guck mal, letzte Zuckung. Oh. Überlebender Kill. Ja, sitzt du dir doch da oben und erschreckt. Ne, Quatsch. Na, er lebt hier noch. Überlebender Kill. Oh, er ist hier erstmal voll gefangen. Guck mal hier. Hängt in der Käfig drin. Hinter mir. Hinter euch. Guckst du mit Auge nicht mit Arsch. Da, Käfig rechts. Käfig, was? Wo denn? Ja. Oh. Ja, etwas Dampf ablassen. Kontrollpunkt! Oh, ich wollte dich gerade abballern. Dieses Kratzen, geht mir gerade auf den Sack. Der Flinte? Wo kommt denn das Kratzen her? Ich glaube, das ist das Spiel, weil ich kann mir das nicht anders vorstellen, was das noch sein soll. Wie war das? Ich hier gerade so ein Zombie oder was?
Was? Und seine, er verwandelt sich irgendwie gerade. Er ist noch so. So halb, wa? Ja, hat nur die Pfoten. Die sind schon bei dem so zombie-mäßig, aber die Fratze sieht noch normal aus. Alter, wo bist du denn? Was redest du denn? Hier. Hier, der Typ hier im Käfig. Ja, die Hände und so sind schon so zombie-mäßig, aber seine Sicht ist noch normal. Echt? Genau, kickt. Kickt, oh Junge. Ah, ist das? Verwandelt sich, glaube ich, gerade. Oder er ist dabei. Oder hat, tschechische Silvesterknaller. Wenn du sowas Ebola. Und der hat keinen Kopf mehr, oh nicht schlecht. Der liegt hier im Bett und hat keinen Kopf mehr, oder was ist hier los? Blöde. Was sind das für kranke Erfinder hier von dem Spiel? Bei dem dürfte ich doch plus 50 Punkte abgezogen bekommen, oder? Wir stehen hier abschießen und dort. Weil er ist ja nicht mehr ein ganzer Überlebender. Keine Ahnung. Munition. Bitte guck mal hier, eine Eisenbahn. Cool. Die haben die Eisenbahn hier oben auf dem Länder rumgeführt. Cool. Kann ich die starten lassen? Weiter benutzen? Guck mal. Die Automatik dazu. Tschup, tschup. Oh, cool, das ist halt hier die ganzen. Cool, der fährt hier rum da hinten. Ah, da kommt er da hinten wieder hoch. Hast du die gesehen? Ja, ich guck da der Eisenbahn gerade zu. Sehr schön. Nur eine Uhr hat's vor sich. Hier, jetzt kommt sie wieder hochgefahren. Boing, boing, boing. Ist ja geil. Oh, der Zug auch. Nee. Aber hier hinten den Automat kannst du auch benutzen, halt hier. Ah, oh, ich nicht mehr. Hm. Hab schon eine Flasche rausgeholt. Oh, hier, kannst du auch. Oh, er macht hier erstmal hier einen halben Musik. Brand in der Küche, auch nicht schlecht. Das muss. Wie er zuguckt, das ist ein Vogel. Kocher reparieren, mal gucken. Ich repariere gerade. Ups. Cool. Oh, was haben wir denn hier noch? Hier kannst du auch noch was machen. Tür einschlagen. Welche Tür? Ich hab Hunger, ich mach mal Kühlschrank. Oh, Kürbis ohne Ende. Ach guck mal, ich hab auf den großen Kürbis geschossen. Jetzt hast du ein Gesicht drin. Ja, geil. Der kleine hoch. Ja, der kleine hoch. Nee, doch nicht. Mach ich den eben jetzt ein Gesicht. So, jetzt hat er auch ein Gesicht, der kleine Kürbis. Zu gut. Was ist denn hier blinken hier so? Boah, eine Falle oder was? How many light bulbs we get through? Jetzt kratzt es nur. Ey, was ist denn hier los? Was? Erledige ein paar Zombies. Hä? Was ist denn jetzt? Hä? Was ist denn das? Alter! Du bist tot? Alter! Du liegst hier als Skelett da. Nee, ich bin hier in einem Darmtrakt. Du bist hier gerade tot auf der Pritsche. Nee, ich bin noch am Leben. Ich mache hier gerade so ein. Ja. Ja, und du liegst hier gerade bei uns tot auf der Pritsche und bist nur noch ein Skelett. Ich bin gerade wahrscheinlich in so einer Zwischenwelt oder irgendwas. Keine Ahnung. Fuck. Oh, hier ist Hitler. Ich will auch in so ein Bett. Adolf. Zack, was ist das da wieder? Schlüssel entfernen. Hitler steht auf. Was geht denn los? Jetzt bist du wieder da. Hitler auf. Ich hab dir gerade den Kopf geschossen. Krieg ich den auch? Nee. Ich will auch rein. Da war der Adolf. Vielleicht hittet nur mit deiner Version. Ich komme jetzt selber auch nicht rein. Onkel hattet ihr sehen, dann können wir den Stream nämlich gucken. Richtig. Richtig. Ja, schön. Da lag Adolf auf dem Fußboden mit dem Messer am. Ach, guck mal, hier ist Stalin. Ein
Was gibt's denn hier noch alles? Ah, Schießstand. Cool.